Ja, die Freitagsschnipsel sind wieder da mit dem 10. Thema Briefing. Und was haben wir nicht alle für emotionale Erinnerungen an ein Briefing? Egal, ob wir die Enttäuschung in einem verlorenen Briefing hatten, das war nicht so angenehm, aber umso mehr war die Freude, wenn danach die richtigen Projekte und Aufgaben kamen, weil man das Briefing richtig verstanden hatte. Aber es ist eine Kunst, ein Briefing zu schreiben, egal ob es ein Briefing für Mitarbeiter ist, um Aufgaben und Projekte zu erledigen, oder ob ihr mit einem Briefing eine Agentur briefen müsst, sowohl von der Seite des Briefinggebers als auch von der Seite des Briefingnehmers werden gewisse Anforderungen gestellt. Und deshalb ist es gut, dass ich euch die 10 Merkmale eines guten Briefings in den heutigen Schnipseln zusammengestellt habe. Viel Spaß und kostenloser Download.